Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Boah, Entschuldigung, in der letzten Folge haben wir Part 6 abgeschlossen, Stone Ocean, und jetzt sind wir in Part 7, Steel Ball Run. Der erste Part, der in dem alternativen Universum stattfindet, was wegen den Ereignissen von Part 6 entstanden ist. Ja. Johnny Joestar ist der Charakter, Hauptcharakter in diesem Part, welcher sozusagen der Jonathan Joestar dieses Universums ist. Weil, ja, ich glaube, der heißt auch in echt Jonathan Joestar. Und Johnny ist irgendwie nur so sein Spitzname und spielt sogar zur gleichen Zeit wie von Jonathan. Deswegen, ja, ist das hier sozusagen der Hauptcharakter vom ersten Teil im anderen Universum. Nur wie das läuft. Okay. Der erste Kampf. Drehkunde. Johnny gegen Gyro. Okay. Oder Gyro, ich weiß es nicht. Keine Geheimmission, okay. Sehr merkwürdig. 太平洋サンディエゴビーチをスタートし、ゴールをニューヨークとする。人類史上初のジョバによる北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。観戦に来ていた車椅子の青年、ジョニー・ジョースターは、鉄球を操る男、ジャイロ・ツェペリと出会う。ジャイロ、OK。ジョニーは、ジャイロの鉄球に触れたことで、 動かないはずの自分の足が動くという体験をする。希望を見出したジョニーはレースに参加してジャイロを追い、鉄球の技術を教えてほしいと頼むのだった。Der Spin, ja. Anstatt Harmon gibt's hier den Spin. Am Ende der ersten Etappe fragt Gyro, ob Johnny ihm weiterhin folgen wolle. Johnny antwortet, ich werde nicht aufgeben, nicht bevor du mir deine Drehtechniken beibringst. Und daraufhin entschließt sich Gyro, Johnny eine erste Lektion in der Drehtechniken zu geben. Ja, Gyro Zeppeli ist sozusagen, ja, der William Zeppeli aus dem siebten Part. Keine Geheimmission, stimmt. Gegner gesundet. Okay, mein Gott. Wir kämpfen auf Pferde. Meine Güte. Hey, Leichenteile. Kann ich die aufheben? Ja, stimmt, wer kann ja mit seinen Fingernägeln schießen? Kriegst du mich vor mein Pferd? Sehen, wenn ich da vom Pferd absteige, der kann doch nicht laufen. Ja, genauso. Gar nicht springen oder so. Ah ja, eins. Okay. Da kommen wir da direkt rein. Sagte er, während der Gyro einen gibt. Okay, ich kann sogar vom Dings. Das ist auch ein Vorteil geben, wenn man muss doch irgendeinen Vorteil haben, wenn ich auch so bin, ne? Also Teufel, die haben beide voll die komplexen Leisten. Hätte nicht so eine Combo machen? Sehr merkwürdig aus, als wenn so zwei Pferde gegeneinander kämpfen. Kann sein, dass ich so eine Fingernägelleiste habe. Eva. Da liegt denn alles im Hintergrund? Ach ja, das ist von Act 2, glaube ich, so. Dieser Ding. Welche Dinger irgendwie aufheben? Du willst doch niemanden schlagen, der am Boden liegt, Mann. Ja,
Mal auf, mir deine sternen Bälle ins Gesicht zu werfen. Keine Fingernägel mehr. Aber muss ich jetzt alle verbrauchen? Warte, dich schnapp ich mir. Aha. Nein. Oh nee. Komm mal her. Bams. Mal einfach knapp. Dankeschön, Jairo, dass ich die Scheiße aus dir rausprügeln konnte. Lass mich ran, jetzt muss ich Gyro spielen. Naja, fast wie im Part 1, ne? Wenn man jetzt vorstellt, dass ich mit Gyro spielen müsste und dann gegen Johnny kämpfe. Die heilige Leiche geteilt in 9 Teile: Herz, linker Arm, Augen, Kopf, Ohren, Rückgrat, rechter Arm, Rumpf und Beine. Man sagt, dass jenem, dem es glückt, alle Teile zu halten, ein Jahrhundert Ruhm und Reichtum beschert sei. Präsident Funny Valentine, der Cheforganisator, hatte den Steel Ball Run ausgerufen, um alle Teile der Leiche für sich selbst zu sammeln. Bald startete die dritte Etappe des Rennen. Gyro liegt nicht so gut im Rennen, während seine Rivale Dio und Sandman nicht aufzuhalten sind. Ja, es gibt auch einen Dio in dem Universum. In seinen Frustrationen nimmt er einen gefährlichen Abkürzung fürs Rennen. Der ihn begleitende Johnny ist strikt dagegen. Es kommt zu einem Streit. Was? Okay, ich muss wieder gegen Johnny kämpfen. Also, ja, wir schon. Nein, mehr, das gebe ich mir nicht. Das gebe ich mir doch nicht, dass ich hier mit halbe Energie bin und er nicht. Du musst mehr hungern als alle anderen. War ja auch so ein Thema. Mann, wo gehst du hin? So, hier kann ich ja so laufen. Boah, ich treffe überhaupt nicht. Ah, okay. Komm an. Ich muss erst warten, bis die Bälle zurückkommen. So, ich darf von einem Pferd runter. Bad. Hier, nimm meine Stahlbälle. Oh, die Dingen. Boah, wie hieß die nochmal? Okay, was passiert? Kann ich was gute geil worden? So, kann ich die irgendwie aufnehmen? Aua. Ja, echt. Kann ich echt aufnehmen. Das ist meine Stahlkugel. Ich habe irgendwie nie verstanden, warum das Rennen Steel Ball Run hieß. Weil der Part irgendwie Steel Ball hieß, weil er Stahlbälle benutzt. Habe ich mir schon gedacht, aber warum der ganze Rennen? Was hat ein Rennen denn mit dem Stahlbällen zu tun? Na, her damit. Hier. Meine Bälle ins Gesicht von dir. Go, go, Zeppeli. So, gib mir das. Nein, geh weg. Okay.
weg damit, okay. Ich habe jetzt 3, ist das gut? Keine Ahnung. Mit denen ist auch irgendwie kompliziert zu kämpfen. Ja, schön. Jetzt kann ja nur einer kommen. Das ist also die wirkliche Welt. Irgendwie nicht. Ich habe irgendwie so noch das Gefühl, vielleicht kommt das alte Universum irgendwie zurück oder vereint sich mit dem. Alle Jojos treffen irgendwie aufeinander. Wäre doch voll geile. Ja, Ending irgendwie so. Die dritte Etappe endet genau wie Johnny es vorher gesehen hat. Jairo liegt immer noch weiter hinter dir zurück. Jairo glaubt, er müsste einfach gieriger auf den Sieg als Johnny, Dio und alle anderen sein, um zu gewinnen. Ist Dio ja ausspielbar? Vielleicht würde es ihn ja auf der Suche nach der heiligen Leiche stärken. Und so entschließt sich Jairo zusammen mit Johnny nach den Teilen der heiligen Leiche zu suchen. Das Rennen nähert sich seinem Höhepunkt. Valentine, der auf alle Teile der heiligen Leiche hofft, kidnappt Lucy Steele, genau so hieß sie, die einige der Teile in ihren eigenen Körper birgt. Durch Lucys Teile erhält Valentine die Fähigkeit D4C, Love Train, okay? Die alles Gute anzieht und alles Böse vertreibt. Wie sagt nochmal, Dirty Deeds, dann Dirt Sheep, ne? Irgendwie so. Mittlerweile haben Johnny und Jairo erfahren, dass sie Drehenergie von ihren Pferden beziehen können. Eine alte Fähigkeit der Zeppeli-Familie. Mit dieser Kraft fordern sie Valentine heraus, aber Johnny wird während des Kampfes vom Pferd gestoßen. Um Johnny zu retten, lockt Jairo Valentine an die Küste, um ihn dort ein für alle Mal auszuschalten. Okay. Komm her. Aber meine AP reduziert mich die ganze Zeit. Aua. Auf meinem Pferd zu schlagen. Wirklich. Ich bin doch genau da. Ja, finde ich so geil. Ey, warum hast du einmal richtig die Flagge drauf? Mal geblieben. Ich kann es machen, oder? Wahrscheinlich bleibe ich vom Pferd aus, das wollte ich eigentlich auch nicht machen. Sehr schön. Haben wir auch da angefangen. Ah, wieder zurück. Okay, sehr schön. Wenn ich gerade gegen Pferd kämpfen muss, ist nicht so schwer. Die Wolken im Hintergrund aussehen, die bewegen sich gar nicht. Zeit. Okay, überhaupt erwähnt hat, der Präsident der Vereinigten Staaten ist? Nee, ne? Nur der Veranstalter ist. Was zum Teufel, komm her. Du kennst mich mit der Knarre. Keine Waffen erlaubt. Meine Bälle sind keine Waffen. Das ist meine Fähigkeit. Okay. Kann auch die Körperteile sammeln. Was ein Garten! Ob ich den treffe? Nein.
Nein. Okay, cool. Irgendwie ausgewichen. Der wird die ganze Zeit ab. Wo ist mein Stahlball? Nein. So, komm her. Bam. Nein. Das gibt's doch nicht. Los, brauchen Ball. Zwei. Bams. Das Ding ist zurückgekommen. Sehr schön. Aber ja, Opel, der hat den, die Lektion immer in den lebensgefährlichsten Momenten beigebracht. Oh, wie doof. Ja, übrigens, da gibt es noch eine Lektion. Was? Die schaffe ich doch nie im Leben. Oh, nicht so verstanden. Warum musste der fünfmal so viel sagen? Damit er ihnen das erst beibringt, wegen der Tradition oder so. Ja, letzter Kampf.